the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. White Russian, das White steht nicht für Längenangaben. Schönen guten Morgen. Es geht weiter bei uns heute mit einer neuen Folge. Der Name sagt ja schon ungefähr, um was es gehen wird. Nicht. Beim letzten Mal haben die drei sich um Matrioschkas Mama gekümmert, ganz lieb und herzzerreißend, annehmlich, ach wunderbar einfach. Also Kavan hat gezeigt, wie sehr die alte Generation, also sprich die ältere Generation in der Verfassung, hätte ich beinahe gesagt, in unserer Gesellschaft natürlich respektiert und total keinerlei Hintergrundgedanken bei der ganzen Sache hatte. Des Weiteren gab es dann diesen wunderbaren Cliffhanger, worüber sich natürlich der Spieler unheimlich gefreut hat. Der Spielleiter gar nicht, der würde sowas niemals irgendwie in Verbindung bringen mit seinen Übeltaten, die er ja nie ausführt. Und deswegen steigen wir auch heute dabei ein, wieder. Wobei auch hier wieder klar zu erkennen ist, wie gut der Spielleiter zu uns ist und wie lieb und wie gut er es mit uns meint. Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß und bleibt geil. Bin ich dabei? Sind wir alle fit oder was? Das ist gut. Hab gehört, wir zocken heute noch. Das klingt aber auch brüchig. Ja, nicht nur, weil sich meine Stimme. Das war nur, weil sich meine Stimme überschlagen hat. Jutti, also fang mal mit dem Wichtigsten an, Düse. Ich hasse dich. Was ist übrigens, denn dein Caller-ID? Das ist Vicky. Vicky! Hi, du hattest mich angerufen. Mehrmals versucht jetzt, irgendwie. Jetzt kommst du angeschissen wie die Altwassernacht. Ich war im Kino. Was für... Bitte? Warte mal, ich muss gerade mich mit dem Kaffee hinsetzen. Eine Sekunde, ich drück gerade Push-to-Talk mit meinem Kinn. Also dafür kriegst du erstmal ein Edge zurück. Ernsthaft? Ernsthaft? Wer von euch könnte mit seinem Kinn Push-to-Talk bedienen? Ich. Nein, ich meine ernsthaft, er macht das. Der Junge, der weiß halt, was gut ist. Immer, wir müssen mit Kamera anspielen, sonst wird das so langweilig mit der Zeit. Aber egal. Jetzt bin ich wieder. was für einen Film hast du dir da angeschaut? Und danke fürs Die purpurnen Flüsse. Die purpurnen Flüsse. Die Gynäkologenkomödie. Das war ganz furchtbar. Das hört sich auch nicht schön an. Nee, das war echt der letzte Scheiß. Und dann hast du nicht mal die Zeit gefunden, irgendwie aus dem Kinosaal zu sneaken und mich zurückzurufen, oder was? Nein, ich habe halt das so eingestellt, dass ich nicht mitkriege, wenn mich jemand anruft, weil mich das so nervt. Ich würde mich gerne mit dir treffen. Na klar. Ich wollte nicht am Comlink mit dir sprechen. Das ist gut. Dann schlägst du was nicht vor und dann morgen oder die Tage. Jetzt. Jetzt? Ja. Also subito, ich gebe dir auch eine Kirsche aus. Nee, lass mal. Mal lieber Goldkrone? Bäh. Ach so, Liter ja, Goldkrone. Liter, das klingt echt nicht gut. Schreib mir einfach mal was, wo ich noch anderthalb Stunden Zeit habe und dann bin ich da. Aber es geht nicht so lange, oder? Nö, eigentlich nicht. Ich bin mal gespannt. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich von dir wollte, aber das werde ich nochmal rauskriegen gleich. Ihr hattest so ursprünglich angerufen, weil ihr Matrioschkas Ruf zereimern wolltet. Ja. Ernsthaft? Ich dachte, wir hatten die angerufen wegen dem Handwerk. Ich weiß nicht, wo ich jetzt mit der war. Egal. Nee, ich glaube, das war das mit Matti. Schiebst du mich schon einfach nach hinten? Ich glaube nicht, das mit den Hand. Sagst du einfach jetzt Bescheid, ich bereite mich schon vor bis nächsten Montag. Nee? Nicht? Scheiße. Brecherbube. Huch! Was war das letzte? Wie gesagt, Sauerkirschen. Wir uns treffen.
Tech Tower. Ja, ich denke, Tech Tower ist gut, oder? Meinetwegen. Gut, bis dann. Bis dann, danke, tschüss. Piep. Du hast gar keinen Klingelton eingespielt, als sie mich angerufen hat. Doch, hat doch, er. Oder? Doch, hab ich. Hat er Brrrr? Ich höre es auch heute nicht. Ich hab's auch nicht gehört. Puh. Es ist kein... es ist komisch. Flummi, willst du noch irgendwas machen? Nee, Flummi ist beschäftigt. Danke. Ah, scheiße, stimmt, du hast dich ja selbst rausgezogen. Ja. Na, Juti. Also, Gavan. Hast du dir das Bild inzwischen angeguckt? Weißt du jetzt, ob du fröhlich bist oder nicht? Ernsthaft gesagt noch nicht, nee. Habt ihr was gepostet? Okay. Anscheinend. Haben wir nicht, aber das sind doch hier, das der Tati ist ja hier im Connections-Dings, das war ja jetzt letzte Woche eigentlich klar. So Outgame-mäßig zumindest. Ist egal, kannst du ja irgendwann nebenbei noch. Sie ist also immer noch über deinen Nachttisch gebeugt, schmatzt, hebt dann mit dem Löffel in der Hand, also eben jene, und streckt so den Zeigefinger in die Luft. Ich bin kurz auf, ich bin hart am Überlegen, ob ich gerade meine Waffe ziehe. Sie ist alleine in dem Raum. Mhm. Wie sieht, sah die bedrohlich aus? Sah die nicht sogar aus wie ein Bulle? Ja, die sah aus, glaube ich, wie ein Bulle. Ja, die hatte ihre Uniform an und die hatte ihre Waffe auf dem Tisch, aber nur so die Hand draufgelegt. Ah, okay. Also, ist natürlich klar, dass ich heute, wie sich das gehört, eingereicht habe, wo ich hingehe. Und das bisher sieht es halt aus, dass ich vielleicht einfach mal gucke, ob in dem Staffer-Shack hier oder in dem ehemaligen Staffer-Shack da noch irgendwelche, da gab es irgendwelche Beschwerden von Nachbarn wegen Jugendrandal oder so. Machst ja jetzt nichts Dummes, deswegen muss da niemand gucken, wo ich geblieben bin, ne? Ich denke, das wäre besser, ja. Ich setz mich mal dazu. Das ist super lecker. Ja, das ist aus der roten oder aus der blauen Dose? Tupperdose. Sie guckt nach, das ist die blaue Dose. Gut, das war noch nicht ganz fertig, aber okay. Solltest eventuell, wenn du Durchfall kriegst, morgen was dagegen nehmen. Das Zeug muss ein bisschen stehen, dass es... Hat echt gut geschmeckt. Ich weiß nicht, ob mir das so ein Durchfall wert ist. Schmeckt schon recht gut, ja. Allerdings muss es ein paar Tage stehen, damit das verträglich wird. Aber okay. Wer sich selbst einlädt, wie heißt du überhaupt und was willst du von mir? Achso, hi, ich Party. Ich bin deine beste Freundin, weil ich mitgekriegt habe, dass da vielleicht was gelaufen sein könnte mit einem Auto und einem Purzelbaum, mehreren Purzelbäumen. Und ich habe mir gedacht, so ein netter Typ. Da kannst du nicht, das geht nicht. Da kannst du jetzt nichts dagegen machen. Ich meine, sowas passiert ja und weißt du, wie es ist. Ich meine, ich arbeite hier schon ein bisschen länger, ich wohne hier in der Nähe und bla bla bla. Bisschen weiter weg. Nicht nah genug, guck nicht so. Auf jeden Fall, normal fällt halt. Ich mache übrigens okay. Fotos von der Kleinen. Also mit meinen Augen. Ja. Ja. Und nehme das alles auf. Normal hätte ich gesagt, okay, das können wir irgendwie regeln. Jetzt ist es ja aber so, dass ich ja vielleicht sehr bald meinen Job verlieren könnte, wenn die das wirklich an irgendeinen Konzerndienstleister diese ganze Arbeit auslagern. Ne? Das kann ja wirklich gut sein. Wäre echt bedauerlich. Das fände ich sehr bedauerlich, ja. Also habe ich mir überlegt, ich frage dich einfach mal, ob du mir vielleicht was anbieten kannst, was irgendwie so richtig gut ist, das mir darüber hinweg hilft, dass ich jetzt nicht, weil ich dich verpfeifen könnte, ich meine, dann würde ich ja vielleicht ein bisschen Fame abkriegen und dann würde ich gut dastehen, dann würde ich ja vielleicht übernommen werden. Das heißt, wäre echt gut, wenn du was für mich hättest, das genauso gut wäre wie das, verstehst du? Ja, worauf willst du denn da hinaus? Achso, na, ich wollte dich fragen, ob du was hast, was genauso gut ist. Müsste ich überlegen. Was ist genauso gut ist. Zeit. Was ist denn in der roten Dose? Das ist dasselbe Zeug, nur 2 Tage älter. Dementsprechend kann man das vertragen. Da hat sich das Ganze quasi abgebaut.
Asch hat jetzt auch nichts mehr. Sie holt zwei Schälchen, eins für dich aus deinem Schrank, auch ein Löffelchen für dich und dann. Ist das aus der roten Dose? Aus der roten Dose, bitte. Das ist. Ja, das ist dann aus der roten. Ja, das sind so Tupperware quasi mit roten und blauem Deckel. Da steht auch drin, wann, also mit einem Datum quasi drauf. Das, eine roten Dose ist wirklich das ältere. Deswegen hat sie wahrscheinlich die blaue genommen. Ja. Ja, jetzt wo du das sagst, ergibt das alles Sinn. Ich habe das verstanden. Ne? Prima, danke. Du solltest, wie gesagt, nicht so viel davon essen. Das Zeug ist nicht ganz so leicht verträglich. Wenn das. Also Trolle und Zwerge essen das gerne so, weil es halt ein bisschen würziger ist, aber das ist nicht gut für dich. Ja, du hast gesagt, ich krieg morgen richtig Spaß. Wenn ich jetzt noch mehr esse, dann nehme ich halt zwei Pillen, dann passt das schon. Das schmeckt lecker. Ich hab's dir gesagt. Beschwer dich morgen nicht. Ich esse gern, ich kann also ich meine, nichts dafür, ich beschwere mich auch nicht. Wenn ich hätte dir eigentlich nicht sagen müssen, ne, dann kriegst du es, aber hättest dich morgen wahrscheinlich dann direkt beschwert bei deinem Chef. So, also. Ich muss mir ein bisschen Gedanken machen, was ich dir dann geben kann dafür. Dafür bräuchte ich allerdings deine Telefonnummer. Achso, ja, klar. Also nicht deine Dienstnummer, sondern... Gottes Willen, bin ich bescheuert. Sie gibt dir eine Telefonnummer. Sehr gut, dankeschön. So. Gut, ansonsten... Dann die Sache, also kommen noch andere Leute auf die Idee, eventuell auf dieselben Schlussfolgerungen zu kommen wie sie. Das wäre ziemlich doof, oder? Weil dann würdest du ja denken, hey, die hat mich jetzt volle Kanne in die Scheiße gehauen, dann würdest du sagen, jetzt mache ich die richtig fertig und das wäre mir bestimmt unangenehm. Und deswegen, nee. Außerdem interessiert das eh gerade keine Sau. So richtig. Gut. Es gefällt mir, dass es niemand interessiert. Ja, so richtig. Auf jeden Fall. Ja, die hat ja bestimmt auch Freunde gehabt, die würde es vielleicht interessieren, aber ich glaube nicht, dass sie sich jetzt wirklich anstrengen. Na, so nett war sie nicht. Also vielleicht viele Freunde hat sie wahrscheinlich nicht gehabt. Gut, ich werde mir was aussuchen. Und mal gucken. Vielleicht finden wir da was Interessantes für sie. Was ihren Job sichert. Ansonsten, wenn sie den Job... Melde ich mich nochmal. Genau, wenn sie den Job behalten und gelegentlich Tipps von mir brauchen, so ist das ja nicht das Problem. Da können wir aufeinander zukommen. Das ist gut. So ein großer, kräftiger Typ in dem Viertel, der sich ein bisschen auskennt, das ist immer gut. Gut. Inwiefern könnten Sie mir da entgegenkommen? Hä? Für den Fall, dass ich in Zukunft quasi mal hinten wieder ein paar Ideen für Sie habe, wo was wir zu finden ist, wie weit sind da Ihre Befugnisse? Ach so, na, zurzeit sind die echt nicht so besonders groß. Also ich meine, ich fahre ja Streife und ich kenne die anderen Leute, die Streife fahren, was bisher noch ziemlich praktisch ist. Gerade wenn du irgendwie mit größerem Gerät rumfahren willst oder sowas. Aber lass mal es doch erstmal ruhig angehen. Ich meine, das ist unser erstes Date. Wir können jetzt nichts überstürzen. Du weißt, ne? Ist klar. Aber du weißt ja auch, wie normaler Polizeidienst in so einem Viertel läuft. Da muss man sich ja auch zusammentun. Das ist richtig. Also ich bin da ja auch völlig offen quasi für sowas. Wie deine Autotür. Ne? Na, ich sag mal so, man muss auch mal nicht vergessen abzuschließen. Das ist echt die bescheuertste Ausrede, die ich je gehört habe. Naja. Sagen wir mal so, das passiert mit Leuten, die mich betrügen. Das ist voll die krasse Drohung, ne? Was? Na... Ich gehe davon nicht aus, dass du mich betrügen würdest. Würdest du mich doch nicht betrügen. Sind wir jetzt schon beim Du? Denke ich, ja. Achso. Also ich meine, du hast mir deinen Vornamen nicht verraten, aber... Doch, da habe ich doch gesagt, Tati. Oh, ich habe was... Das ist ein Vorname. Entschuldigung. Kommst dann, nicht von hier. Na. Du weißt ja anscheinend nicht so viel über mich. Geht. Was weiß man denn? Genug, um hier einfach rumzusitzen und fröhlich mit dir zu labern, sage ich mal. Okay. Ich kann ja nicht mit jedem menschenfeindlichen Mörder durch die Straßen ziehen und sagen, boah, das ist so nett mit dir, sowas zu essen, das wäre auch, also, weiß ich nicht. Das klingt falsch. Ja, du solltest aber allerdings wirklich aufpassen, was du isst.
Nur für die Zukunft. Also nicht, dass du dich in Zukunft am besten, dass wir uns, wenn wir uns treffen, bei mir treffen, sondern irgendwo in der Öffentlichkeit vielleicht. Ja, gucken. Ist eventuell sicherer für uns beide. Das ist nicht stell ganz richtig. Stell dir mal vor, ich hätte ein wenig anders reagiert. Dann hätte ich jetzt A, meine Küche neu streichen müssen und wahrscheinlich noch umziehen müssen. Ja, und dann hätten, also ich meine, Polizei macht ja nicht viel, aber so Polizistenmord, Alter. Plötzlich können alle aufstehen und sich bewegen und dann ist der Rest deines leider sehr langen Lebens echt ziemlich beschissen. Ja, stell dir mal vor, ne? Das wäre echt beschissen für uns beide. Da dachte ich mir, so weit denkt ihr doch bestimmt mit. Tja, sei froh. Da bin ich jetzt auch im Nachhinein. Gut, dann kann ich sonst noch was für dich tun. Hast du zufällig ein Medikament gegen Abführung? Genau. Na, warte mal kurz. Ich schaue mal in meine Hausapotheke, ob ich irgendwas dagegen finde. Denk schon. Also gegen Übelkeit und Durchfall. Flizikacke. Ja. Ich gebe ihr quasi so eine vernünftige Dosis, die ich da so, ne, tack, 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 hinlege, so. Davon zwei, davon ein. Zeig mal die Packung. Sind, normale Medikamente. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt, beim ersten Date irgendwie jetzt so mit Pillen, aber naja, gut. Sicher ist sicher. Alles klar. Danke. Übrigens solltest du dringend träumen und noch dringender lüften. Hier riecht's echt nach Schweiß. Das ist unangenehm. Wenn du das sagst. Ich sage das. Vertrau mir mal. Okay, prima. So, hat mich gefreut, dich zu treffen. Wie heißt du eigentlich richtig? Carbon. Ich jetzt? Ich dachte, die haben mich verarscht. Nein, passt schon. Also gut, vielleicht fällt dir ja was ein, ansonsten fällt mir vielleicht was ein und wir sehen uns irgendwann mal Pikeli. Sie steht auf? Nicht durch die Vordertür, hinten wieder ran. Raus. Da? Ja, genau, da lang. Da, wo ich auch reingekommen bin, weil wegen, siehst du, da vorne solltest du nicht durchgehen. Polizistenwort und so hast gesagt, ist nicht gut. Mhm. Außerdem will man ja nicht, das, ne? Soll man ja nicht sehen, ist schon klar. Gut. Sie zieht sich einen Mantel an, verdeckt halbwegs gut ihre Polizistenuniform, streicht das nochmal alles glatt und lächelt dich nochmal an, wobei du so richtig schön die Kruste von deinem leckeren Nachtisch in ihren Zähnen siehst und dann geht sie raus. Supi. Gut. Sobald sie raus ist, bekommt... Schießt du in den Hinterkopf? Nee. Ich habe leider keine RFID-Tags, sonst hätte ich ihr welche gegeben. bekommt quasi... Na, wie heißt er? Jetzt habe ich mir wahrlich seinen Namen. Fedor. Ha, so heißt er. Bekommt Fedor quasi das Gesicht und den Namen Tati und ich möchte gerne ihre Adresse. Und ihren Rang bei der Polizei. Gut. Also sämtliche Informationen. Über sie, wie man ein Tier kriegen kann. Achso, ich habe mir die ganze. Ich habe mir die Dame übrigens dann auch irgendwann mal im IR-Modus angeguckt. Sie hatte kein Tattoo, oder? Quatsch. Gut. Ansonsten müssen wir zurückspulen und sie wäre tot. Achso, ja. Wir haben aber keinen Zurückspul-Sound, deswegen geht das nicht. Also zumindest bei der Uniform, die ist ja eh langärmlich, das verdeckt viel. Aber das ist so erstmal nichts gesehen. Gut. Und Fedor schreibt dir zurück, dass es 200 oder so, könnte man da vielleicht schon mal kurz hinziehen. Ja, klar, ich überweise ihm das Geld. Gut, er wird sich melden. Ja, 400 hast du gesagt, ne? 2. Okay. Noch besser. Gut, ich brauche eine neue Wohnung. Ja, ich schreibe Fedor auch nochmal an, obwohl nein, Fedor nicht.
Wen krieg ich denn? Wen krieg ich denn? Ich schreibe Flumi an und frag sie, ob sie eine größere Wohnung mit Kühlkammer und so weiter, was ich in der Gegend kennt, die frei wäre. Ja, die meldet sie erstmal nicht. Schade. Ich war es übrigens nicht. Nö, ist ja völlig in Ordnung. Dann würde ich, ein Auto habe ich immer noch nicht, ne? Verdammt. Ja, ich packe den nötigsten Kram ein und suche mir einen Unterschlupf für die nächste Zeit. Du bist ja so ein ganz Schlimmer. Es ist Fido, der dich anruft. Ja, moin. Dude. Yep. Ernsthaft. Ja. Also, er zeigt dir ein anderes Foto von ihr. Also, meinst du jetzt die, ja? Die sieht ähnlich aus, ja. Was? Also, ich meine, ich hatte immer den Eindruck, du kommst mit einem Comlink, kommst du schon gut klar. Ist ein neues Modell oder so? Ich frage deswegen, weil, also, ich habe hier anderthalb Sekunden nur mal ganz kurz also eingegeben in meinem Suchprogramm und, bitteschön. Link im Teamspeak, mein Freund. Was? Wie? Wo? Was? Wer? Er schickt dir quasi auch den Link, der jetzt im Teamspeak ist. Hä? Ich verstehe dich nicht. Echt nicht? Nimm dir einfach die Zeit und lies es komplett durch. Dann ist es sicherlich klar. Ah, unten. Die... Du liest weiterhin, dass die Serie vor ein paar Monaten abgesetzt wurde, weil sie anscheinend nicht mehr so die Quote hatte. Aber das ist so das Erste, was man findet. Okay, direkt. Ja, ich habe quasi das jetzt auch gelesen, ja. Also ich kann noch mal weiter gucken, ob ich diese jetzt Bude und so finde. Das ist sicherlich kein Ding. Aber alles so mit Dienstgraden. Und ich meine, du hast Live-Mitschnitte ganz viel von dem, was sie da so treibt. Also, das ist nicht für dich durchforsten. Das nimmt aber von irgendeinem armen Trottel sehr viel Zeit in Anspruch. Das nimmt also von dir, armen Trottel, dann sehr viel Geld in Anspruch. Und ich glaube nicht, dass du das willst. Also guck vielleicht erstmal, was du so findest. Das, die Serie kannst du ja nachkaufen. Das kostet 40 Yen. Das könnte billiger sein, wenn du da erstmal reinguckst. Ja, das wäre wohl richtig. Das nächste Mal einfach mal Jens kurz nochmal kurz gucken vorher, Google und so. Ja, ich war gerade, meine Gedanken haben sich gerade überschlagen. Nee, das da, ja, okay, außerdem finde ich das nicht gut. Hast du ja Geld dafür gekriegt. Ja, ist richtig, ich habe mich nur gewundert. Passt schon, ne, dann ist ja alles gut. Hm? Ich meine, ne? Ja, ansonsten, wenn ich zu viel habe, kann ich dir ja geben, sagst du. Ist richtig. Wenn du zu viel hast, wenn du zu wenig hast oder so, immer her damit. Ich habe da prinzipiell nichts dagegen. Supi. Gut, ich mach mal schlau, ansonsten melde ich mich wieder bei dir. Beauty, haust du. Ja, dann durchforste ich quasi die Matrix ein bisschen weiter nach ihr. Quasi Facebook oder was auch immer Einträge. Und ich irgendwo die Adresse rauskriege, wenn es geht. Beauty, also die Adresse wirst du so nicht finden. So einfach. Ansonsten, na, die ist halt eine Streifenpolizistin. Ich kenne mich jetzt mit Dienstgraden so gar nicht aus, aber sag mal, unteres Level. Mhm. Du siehst, wenn du mal ganz kurz ein paar Sachen durchliest oder anliest, wurde nie dabei gefilmt, wie sie irgendwelche krummen Sachen mit irgendwelchen krummen Leuten gemacht hat. Jetzt schon. Ja, ich meine, bei dieser komischen Kackserie. Und sie wirkte da auch immer todesgenervt. Die hatten manchmal vielleicht aus Versehen sich ganz ruppig umgedreht und dabei so eine Filmdrohne mit der Hand weggewischt oder so. Das war immer ganz furchtbar. Mann. Und ansonsten ist halt rumgefahren und hat den üblichen Scheiß gemacht. Kinder nach Hause bringen, Besoffene von der Straße prügeln, Sinnkontrolle, Sinnlose mit in eine Polizeiwache nehmen, dann war die Kamera kurz aus, dann wurden die Sinnlosen, die sind zwischendurch in die Treppe runtergefallen, irgendwo in einem schlechten Gebiet wieder abgekarrt. Das ist halt ganz normale Arbeit.
sich von den Gebieten fernhalten, wo gerade alle Streifenwagen hingerufen werden, weil man muss hier noch, da ist gerade einer zu schnell gefahren und das ist wichtiger als die Massenschießerei, sowas halt. Also ganz normaler Alltag. Ganz normaler Alltag, gut. Zu ihrem Auftreten von gerade und von in der Serie, ist es dieselbe Person oder war das, wurde die vernünftig gut geschminkt? Also sprich, Nanitencreme oder nee, Nanitencreme gibt's nicht, aber vernünftigen Latexmaske oder sowas, dass das jemand anders war. Also ihr Hunger ist tatsächlich legendär. Du siehst sie eigentlich komplett, wenn sie, sobald sie sitzt, isst sie eigentlich immer irgendwas. Das scheint schon mal nicht ganz verkehrt zu sein. Und ansonsten so von der Körperhaltung und so, wenn dich jemand verarscht, dann macht er das wirklich gut. Gut. Wir haben ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich bezahle sie mit irgendwas Interessantem, was ich noch nicht weiß. Oder aber ich erschieße sie einfach. Ach ja. Soll ich auf Wahrnehmung würfeln? Wieso? Oder wofür waren die Null Erfolge? Lass mich doch mal einfach irgendwas sinnlos rumwürfeln. Achso, Entschuldigung. Ja, wenn du schon Null Erfolge hast, dann möchte ich das auch überbieten. Kannst du aber nicht. Verdammt. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Ich würde Düse mal kurz anrufen. Du meinst Sibylle? Sibylle, ja. Sibylle meine ich. Entschuldigung. Hallo, Kaban. Moin, moin. Ich habe hier eine Nummer. Kannst du rauskriegen, wo sich das entsprechende Comlink befindet? Das kommt ganz drauf an. Und wem das Comlink gehört? Ich kann es versuchen. Versprechen kann ich dir nichts. Auf ja. Du kann ich das tun. Du hörst ja mal auf mich. Ja, höre ich. Denn ich hatte nämlich gerade unliebsamen Besuch. Oh. Aha. Und diese Nummer gehört zu einem wahrscheinlich zu einem Pay-Comlink, was aber worunter ich die betreffende Person denn irgendwann erreichen kann. Okay. Ja, ich kann mich mal drum kümmern. Kannst du mir mal ein Profil von der Person geben, damit ich weiß, mit wem ich es ungefähr zu tun habe? Ja. Tati Komarov. Sagt dir das was? Jetzt muss ich Outgame den Spielleiter fragen, ob ich den Tati damals überhaupt jemals gesehen hatte oder ob es damals mit dem Riesenburger tatsächlich dabei geblieben ist und ich die niemals gesehen habe. Doch, weil du ich hast weiß sie, ihr habt, es war so, ihr habt sie einmal gesehen, habt es mit ihr abgesprochen und am nächsten Tag habt ihr bloß den Riesenburger in Empfang genommen, da war sie nicht mehr da, aber du hast sie gesehen in Persona. Ich kenne sie, also ich weiß jetzt, wer es ist. Ja. Was hast du denn mit der? Trink mir einen Tee. Ich treffe mich in 1,5 Stunden mit jemandem. Ja, dann haben wir noch 1,5 Stunden, haben wir noch 1 Stunde Zeit, würde ich sagen. Ich habe ein bisschen Zeit. Ich weiß nicht, wie lange ich mich mit meiner anderen Tante treffe, aber danach kann ich dir Bescheid sagen. Ich werd im Tech Tower sein. Okay, dann gut. Können wir uns vielleicht dann gerade anschließend treffen, ne? Genau, schreib mich einfach an, wenn du da fertig bist, dann bin ich in einer Viertelstunde, eine halbe Stunde da bei dir. Okay. Ja, machen wir. Supi, dankeschön. Jo, gerne. Jetzt geht Kavan auch die Idee, dass eventuell sein Comlink gefährdet sein könnte. Er schaltet sein Comlink aus. Darauf hätte ich auch vorher kommen können. Ja. Egal, hast ja, keine Ahnung. Hast du zufällig eigentlich Hardware? Ja, aber nur wenig. Hast du nicht sogar einen Schleierchip in dem Comlink? Ein Schleierchip oder was auch immer? Ein Schleierchip glaube ich nicht. Bist du sicher? Hatte ich dir das nicht damals angedreht aus genau dem Grund? Ah, das kann sein. Wenn du mir das angedreht hast, dann habe ich das wahrscheinlich auch gekauft. Also, wenn es da steht, hast du es, sage ich mal. In deinem Auto hattest du es. Das ist ja der Grund, warum nicht alle Bullen dir hinterherrennen wie tollwütige, geile Hunde. Ich weiß, dass ich Bitches. Bei meinem Auto das auch auf jeden Fall aufgeschrieben habe, aber beim Comlink weiß ich nicht, ob ich es mir aufgeschrieben habe. Dann gehe ich jetzt erstmal leider davon aus, dass du das nicht hast. Ja, ist auch besser so.
Und Hardware hast du auch nicht, ne? Hardware habe ich. Auf? 2. Kannst deine ID auch hier hardwaremäßig neu ausdingsen, dann sind auch dann, alle Dingers weg und so. Dann tue ich das. Was muss ich da würfeln? Logik und 2. Ja. Musst du nichts würfeln, dauert halt bei dir ein bisschen länger und du musst nochmal kurz in die Anleitung gucken. Kriege ich hin. Anleitungen sind ja cool. Richtig. Gut, wie gesagt, dann knappe ich mir einen Survival-Koffer, also so einen Rucksack, und wo die Waffen etc. drin sind. Und dann mache ich mich quasi weg da. Viel zu gefährlich, da zu bleiben. Gut. Gut. So ein Scheiß. Gott, ich muss die Frau erschießen. Ja, was kann ich hier denn anbieten? Ich habe keine Ahnung. Muss ich gerade Gedanken machen. Seinen Penis. Gut. Ich brauche immer noch ein Auto und ich brauche jetzt ihre Adresse, damit ich sie erschießen kann. Für den Fall. Sehr cool. Also er würde sich jetzt quasi, wie gesagt, erstmal eine vernünftige Bleibe suchen, wo er quasi der wird ein paar Penner rausschmeißen irgendwo, wo er dann... Das ist aber eher schön kalt. Willst du nicht wenigstens in ein Sarghotel gehen? Oh, Sarghotel, genau, stimmt. Das ist doch viel besser. Passt sogar noch deine Tasche mit deinem Kram rein. Genau. So nett bin ich. Ja, super. Ja, dann mache ich das. Natürlich mit Kretzig bezahlt. Natürlich nicht mehr mit meinem Kumpel. Ja, na klar. Bisschen Party. Das sind bestimmt nur noch Automaten und da kannst du entweder Kretzig reinstopfen oder per Überweisung bezahlen. Sehr gut. Ja, und dann würde ich mich so auf den Weg machen, quasi, dass ich so in ab dem Telefonat 2 Stunden ungefähr beim Tech Tower sein könnte, in der Nähe vom Tech Tower sein könnte. Du weißt, dass du da keine Waffen mit reinnehmen kannst, ne? Ja. Jutti. Ich muss das gerade auch nochmal nachlesen. Puh. Ha, scheiße. Egal, es muss. Ja, das muss. Das bleibt jetzt da in dem Automaten-Dingsbums. Ich muss es ja irgendwo verwahren. Oder, gibt es auch irgendwelche Schließfächer, die nicht so hart überwacht werden, dass ich da Waffen reinlegen kann? Die aber sicher genug sind, dass ich da nicht überfallen werde? In Donskoy gibt es genug kleine Gangsterbosse, die so einen Service irgendwie anbieten, ja. Okay, dann kriegen die schon. Tasche. Ja, 200 kannst du da vermutlich eine Nacht oder was? Ja. Bitte. 200 sind, glaube ich, angemessen, sind ja viele Waffen. Er guckt ja nicht in die Tasche rein, oder? Ich mach die Tasche einfach nicht zu, auf. Also, da würde schon gerne mal reingucken, was er da bei sich verwahrt. Nicht, dass du da eine Bombe drin hast, oder eine Katze, oder... Ja, Plax. Okay. Gut. Dann sieht er halt, dass da Waffen drin sind. Das ist aber auch jemand mit Reputation, sodass er mich nicht unbedingt direkt verpfeift, oder? Also nicht, beziehungsweise beklaut. Weil ich hab dann ja keine Waffen mehr. Ja, so ein Gangsterboss wäre halt blöd, bei wem soll er nicht verpfeifen? Ich biete hier einen illegalen Service an, wo er alles zwischenlagern könnt und der Typ hatte Waffen dabei. Moment. Nein, ich meine, dass er mich dann auch beklaut, weil ich habe keine Waffen mehr. Um mich zu wehren. Da muss ich mal ganz kurz in deinen Charakterbogen gucken. So teuer sind die Waffen alle nicht. Also ich habe ja noch diese Zestava und, also die Maschinenpistole von Zestava und 2 Zestavas und die Fischetti und die 2 Walter Palm habe ich ja auch noch. Plus das, was ich auch alles habe. Also ich vermute mal, wenn du Dimitri fragst, wird er dir einen Typen nennen können, bei dem das geht. Weil du selbst, das Milieu der Kleingangster ändert sich so häufig und das ist nicht so ganz durchschaubar und du bist ja so lange auch noch nicht hier. Aber Dimitri wird dir schon was sagen können, dafür hast du ihn ja, glaube ich, ne? Ja, genau, sowas habe ich denn. Genau. Gut. Und ich brauche immer noch ein Auto. Blechgeil? Was? Nix. Ja, ansonsten können wir gerne bis dahin weiterspringen, weil mir fällt jetzt gerade nichts ein, was er noch in Paniksituation machen will. Vorerst, außer den Kopf unten halten. Düse. Ja. Du reißt den Tech Tower
Oh, parfait, monsieur, merci. L'Avantgarde. Pass auf. Hör auf, schwul zu reden. Wieso? Ey, ich meine Französisch, Entschuldigung. Hat tatsächlich eine homophobe Einstellung. Ich hab's ja immer gewusst. Was dir eigentlich sofort auffällt, ist, dass aus der Matrix eine einigermaßen bekannte Stimme auftaucht, und zwar nicht mehr so laut und viel dingsig wie früher, sondern, also wie das eine Mal, als du sie da gesehen und gehört hast, sondern es ist halt nur so ein kleiner Teil, da siehst du ein kleines Äffchen, was, also mit Flügeln natürlich, was ab und zu mal hinter dem Comlink eines Einkaufenden hervorlugt und damit dann ein wenig Schabernack treibt und dann wieder in die Matrix springt und affisch lacht. Sind das nicht meine Gremlins, oder? Das ist der kleine Rest von den Gremlins, der System so echt gut gefallen hat. Shit. Billy muss anfangen zu lachen. Also sie lacht nicht laut aus, sondern sie fängt an zu schmunzeln und freut sich. Sie ruft ihn auch mal, also sie lockt ihn mal mit ein wenig Bananen, also VR-Bananen, geflügelten Bananen. Oh, jetzt geht's los. Ich kannte mal eine Band, die hatte das als Wappen, das war auch sehr schön. Also, ja, der geflügelte Affe kommt natürlich und schnappt nach der geflügelten Banane. Er blickt dann dich. Oh. Na, kann ich wieder meine Freunde rufen? Nee, aber schön, dass du hier bist. Schön, geht's dir denn gut, Jeden Tag ein wenig Chaos hält den inneren Zirkel rund. Gut gesagt, Löwe. So viel Struktur und so viel Einklang, das ist nicht gut. Mehr Chaos. Entropie ist das Universum. Ja, das auch. Richtig. Soll ich nicht meine Freunde rufen? Nee, lass du mal die Freunde, wo sie sind, das passt schon alles wunderbar. Die Dienste, die du erwiesen hast, waren hervorragend und du bist frei, von dem her brauchst du dich gar nicht drum zu kümmern. Aber wenn es dir Spaß macht, dann tust du, was dir beliebt. Ja. Nur nicht mit mir. Ja, natürlich nicht. Aber wenn nochmal du irgendwo denkst, dass es nötig wäre, dass wir unser auftauchen? Fell lassen, dann sag doch einfach Bescheid. Wir kommen gern. Ich merk das schon. Ja. Ich kann dich spüren. Ja, ich dachte mir sowas schon als ihm die Banane, weißt du, das war schon wieder so, dachte ich kurz, nein, es ist ein Affe, er meinte nicht, Nicht Billys Banane. Richtig. Nee, ich husch dann auch gleich weiter, ich hab mich nur gefreut, dass es den auch gibt jetzt, dankeschön. Oder ja, die, oder ich. Ja, fiel mir gerade ein und ich dachte, auf jeden Fall muss der nochmal irgendwie... Beauty, hinter dir geht die Tür, die Schiebetür etwas zu schnell zu und klatscht einem sehr unfreundlichen Mann, der offensichtlich das Banner von Humanes auf dem T-Shirt hat, auch direkt ins Gesicht. Er freut sich nicht darüber. Ja? Du siehst dann wirklich relativ fix rumstehen bei AR Fingernagel-Gedöns da, weißt schon. Ich gesell mich dann auch gleich zu ihr. Lauf so von hinten an und gefallen Ihnen die Nägel? Nee, nicht so. Schon lange nicht mehr genagelt? Die Fingernägel, deine Fingernägel sehen scheiße aus, das was ich sagen wollte. Hör auf, rot zu werden schon wieder. Ja, ist okay. Tut mir leid. Ja, lange nicht mehr, hat sich alles nicht angeboten. Aber du sagst ihre ja auch Nägel sind nicht nur lange nicht mehr gemacht worden, die sind volle Bude abgekaut. Hast du Stress, Schatze? Ja, geht. Was ist denn los? Es ist alles zurzeit ein bisschen schwierig. Als sie dich dabei anblickt und dir das sagt, merkst du den leichten Brodem von Wodka, der bestimmt jeden Tag in nicht eben wenig Volumen in sie hineinfiel. Sieht nicht so gut aus momentan. Arbeitproblem oder was? Ja, nichts. Also ich muss jetzt zurzeit nicht wirklich was arbeiten.
Wieso denn? Naja, ich habe halt noch ein bisschen Reserve, aber es ist halt alles gerade nervig. Über welche Arbeit reden wir jetzt eigentlich gerade? Die Arbeit die andere Arbeit? Die Geld einbringt, nicht die... Wieso, was passiert? Nee, nix, ich habe einfach noch Reserven und habe mir gedacht, echt, das ist... Zu kurz, so. Ja. Dann braucht man nicht viel zum Leben. Naja, kommt drauf an, was für ein Lebensstand man hat. Das ist richtig. Nee? Ja, doch, das ist richtig. Kommen wir ja auch uns mal da drüben ins Café. Gemütlich. Hm? Ich habe ein paar Anschläge, die ich vor. Gut. Sie kommt mit ins Café. Ja, wir begeben uns da zusammen hin. Also das ist ja jetzt nicht so, dass ich sie jetzt am Halsband da lang führe. Die Zeiten kommen erst noch. Was denn? Finde ich gut. Ich sag's nur schon mal gleich vorweg, Vorwarnung, Achtung. Du willst auch jeden, weißt du, hast Vlad jetzt noch hier, Mann. Ja, mal abwarten. Wir hatten was am Samstag ja von. Jutti, dann, pass auf, mit was soll ich denn anfangen? Mit großer Scheiße oder mit weniger Scheiße? Ich weiß nicht, das ist ja nicht meine Scheiße, oder? Dann fangen wir mit nicht deiner Scheiße an. Machen wir es so einfach so. Pass mal auf. Ich wurde geschnitten. Ziemlich heftig. Von jemandem, der uns eigentlich gedacht hatte, also von dem eigentlich gedacht wurde, dass der Person vertraut werden kann, hat sich so herausgestellt, dass wir verkauft wurden. Also, wie du siehst, nichts passiert, hahaha, alles wunderbar, wir sind halt so krasse Leute, aber auf jeden Fall wollte ich mal bei dir nachhören, was so die Stimme auf der Straße sagt und wo du vielleicht mir eventuell Tipps geben kannst, wo ich mich hinwenden kann, aller Gewerkschaft, weißt du? Hört sich scheiße an, ich weiß, aber du bist halt meine Quelle sozusagen. Und sowas, du gibst mir immer ganz tolle Tipps wie nicht drüber reden und bla bla und gelber Schnee ist bäh. Von dem her habe ich gedacht, du könntest mir eventuell vielleicht auch da aushelfen. Na, pass auf, du, je nachdem, wenn das zum Beispiel jetzt, wenn das ein Mechaniker ist, dann redest du mit allen Mechanikern, die du kennst und alle Leute, die öfter mal die Dienste von Mechanikern in Anspruch nehmen und sagst denen, falls die das verticken will oder irgendeine Scheiße, das ist eine übelste Bitch, die hat das und das gemacht. Du musst nicht halt spezifisch werden, aber sowas spricht sich rum. Und je nachdem, wie glaubwürdig du halt bist, ich meine, du willst ja keine Beweise hinlegen, das wäre ja dumm, dann wird sich das schon rumsprechen, weil das sowas kommt ja dann auch häufiger mal vor. Ansonsten kommt halt immer drauf an, wo die Person umgemacht hat und was die gemacht hat und mit wem und so. Und Fleisch schon auf? Dann kannst du ja zumindest so Leute, die potenziell mit der Person Umgang haben, kannst du erstmal das stecken. Das ist schon mal ein Abtörner für viele. Das ist ja klar. Was ist denn momentan so auf der Straße das Wort von allen Gegenoppositionen zu den Fleischern? Eventuell. Oha. Oha. Keine Ahnung. Das letzte, was ich gehört habe, war. Hast du gerade SR6 gewürfelt und 0? Ich habe gerade SR6 gewürfelt und 0. Nicht gut. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass sich das erstmal beruhigt hat. Die sind halt da in dem Eck, wo die keinen auf den Sack gehen, aber halt so dicht, dass du da erstmal nicht reinrennen willst. Und ja. Ja. Macht halt keinen. Was wissen jetzt mit denen? Solange die sich da drin halten, ist erstmal alles geklärt. Naja. Ich meine, jetzt, wo die große Anti-Fleischer-Sache durch ist, muss man ja auch wieder aufpassen, dass die Verbündeten von gestern dir nicht plötzlich in den Rücken fallen und so. Ja, alles schön und gut, aber es ist auch eine potenzielle Gefahrenquelle doch noch irgendwo, oder? Also ich meine, jetzt, Schon, aber ich meine, wer ist denn da unten, wen die gefährden können? Nazis? Das,
Was für Nazis? Der hat Spielleiter muss kurz nachgucken. Hat nichts mit den 88 Soldiers zu tun jetzt, oder? Ah, ich glaube, die sind im Norden, warte. Ich habe so viele Nazis plötzlich in Russland. Das ist nicht mehr so einfach. Am nächsten dran sind die Human Nations. Also, die Human Nations sind die richtig dicke Gang. Und die 88 Soldiers waren halt eher so eine größere Crew. Spielergruppe, oder? Genau, sowas in der Richtung. Weiß ich sowas überhaupt? Ich weiß gar nicht, ob Billy sowas weiß. Eigentlich nicht. Die hatte kein Gangwissen, deswegen muss ich ja sowas fragen. Nö. Ja, aber du hast bestimmt mal mit Jojo drüber gesprochen. Ich stehe dir das jetzt zu. Ich höre da Jojo. Der Ivanovic-Sitter und so. Ah ja, deswegen grase ich gerade auch so ein bisschen meine Gehirnwindungen ab, ob mir irgendwas einfällt in die Richtung. Also ich meine, selbst die sind ganz schön weit weg. Also die sind halt irgendwo an der Ecke und versuchen da ihr Geschäft zu machen. Und meiner Ansicht nach sind das viel zu viel Gänger auf so wenige Leute, denen sie halt das Geld erpressen. Das ist eine riesen Wasserblase und das Geld muss ja auch irgendwie erarbeitet werden. Und ich glaube, das wird nicht gut gehen. Wieso? Na, weil... Meint sie, zerfleischen sich dann selbst, oder was? Na, irgendwas wird da halt passieren, weiß ich nicht genau. Aber es ist halt einfach, ne? Ich meine, Kommunismus, Riesenverwaltungsblase, weniger Leute, die arbeiten und so weiter, war es ja genauso. Ich sehe schon. Das kann sie natürlich auch aggressiver machen, aber zurzeit, glaube ich, ist es schon noch so, wenn die den ersten Schritt da rausmachen aus ihrem kleinen Eck, dann kriegen sie direkt hart auf die Schnauze von allen Seiten. Ja, aber auf der anderen Seite, wenn sie sich neu formieren können und Zeit haben, sich wieder aufzustellen einigermaßen und Einflussbereiche abzugrasen oder vielleicht eine andere Gang sogar mit einzufließen, dann hört sich das auch nicht so gut an, ne? Reformieren und so. Also zuckt mit den Schultern. Ja, mir ist das eigentlich egal. Ich habe auch schon für die Fleischer gearbeitet. Echt? Wann? Ein paar Jahre her, aber ich... Okay. Du pflegst aber keine Kontakte mit denen, oder? Nö. Nicht regelmäßig, sagen wir es mal so. Nee. Okay. Gut. Und arbeitest du noch irgendwie mit dem Handwerk irgendwas da? Ich habe nie mit dem Handwerk gearbeitet. Ja, okay, aber du kamst halt mal bei mir angerannt und hast dann... So Sachen zu mir gesagt und deswegen... Man erzählte sich komische Sachen von dem Typen und irgendwie hatte ich das in Verbindung mit dir gebracht. Das war doch, weil irgendwas war doch da mit der Matrix nicht auszulesen und irgendwas ging bei dir ja auch immer nicht auszulesen und deswegen habe ich gedacht, oh. Oh? Ja, nicht, dass das irgendwie entweder, dass du da irgendwas gehackt hattest oder dass du vielleicht einen anderen... Oh Gott, weißt du, dass du Technomancer bist? Ja, ne? Nee. Ich? Weiß sie nicht, nee. Woher, das hat sie nie, das hat ja Billy nie erzählt. Wusste ich natürlich. Nee. Ich dachte, das war in Episode 3 dann irgendwann mal, aber ist egal. Nee. Na, oder jemand, nicht, der das vielleicht dann das dieselbe Deckkonfiguration oder dasselbe Programm benutzt, was halt auch nicht so gut zu erkennen ist, irgendwie den du kennst oder was weiß ich, oder ist da eine Spur, was weiß ich. Der Typ ist halt eigentlich gründlich, deswegen, was weiß ich, was da los war. Vielleicht hatte ich auch einfach nur meine Tage, ich weiß es nicht. Der arbeitet nicht mit einem Hacker zusammen. Keine Ahnung, bestimmt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so Leute, also alleine solche so Jobs machen, egal was, das ist eigentlich immer bescheuert. Das Einzige, was alleine ganz gut geht, ist Kurier, aber... Weißt du, mit wem der, über wen der seine Aufträge kriegt zufällig? Keine Ahnung. Ich habe mich da bei sowas, habe ich mich immer zurückgehalten. Wieso, war der dir zu heftig oder was? Allgemein so Typen spezialisiert Wettwerk. Das ist doch scheiße. Okay. Da gebe ich dir natürlich recht, ja. Ist nicht der beste Ausgangspunkt für eine solide Beziehung. Und sag mal, sagt dir der Name Blossom eigentlich was? Nee. Gar nichts. Ist das eine Nagelmarke? Das klingt wie eine Nagelmarke oder ein Parfüm oder sowas. Parfüm, ja. Kannst ja mal am Hals hier riechen, das ist mein neues. Sie schnippert. Ja, deine Nase ist so verstopft. Du musst mal aufhören. Mach mal eine Entgiftung, Mädel. Nee.
Nee. Geldverschwendung. Ist... Ja, aber der Alkohol tut ja auch nicht gut. Bist du matt? Hm? Was? Und du benimmst dich wie meine Mutti, sag mal. Ja, jemand muss ja auf dich aufpassen, Mädel. Und vielleicht nicht jemand, der sich da direkt im Wohnzimmer die erste reinzieht, wenn es losgeht. Was ist denn bei dir mit Entgiftung? Mir geht's supi, ich lebe ja total nach Feng Shui und ich habe auch meinen Toilettengang jetzt so umgestellt, dass ich nach Feng Shui kacken gehe und total wichtig, linksdrehende Milchsäurebakterien, bisschen Senfgas immer aufs Brot drauf und so. Du sitzt so total aufrecht auf diesem Stuhl mit einem leichten Hohlkreuz und die Schultern gestrafft und die Hände irgendwie feingliedrig so um deine Tasse und dann haust du sowas raus. Das verstehe ich immer nicht. Das ist ja so voll. Bitte, was ist denn mit meiner Haltung jetzt, bitte? Na, die ist voll, weiß ich nicht, nicht so plump, sondern die ist halt, ne, richtig ladylike und richtig freundlich, aber halt auch irgendwie, du strahlst was aus und dann kommen sie und dann gehe ich. Das kommt alles, weil ich damals immer beim Ballett des Ensemble und des à la seconde hinbekommen habe, so gut. Oder Ballonnet. Deswegen, da hat die Körperhaltung gesetzt. Die ist ja auch nicht schlecht. Ich sage nur, dass das so im Kontrast steht. Das verwundert mich manchmal, das meine ich. Weißt Kontrast du? Zu was? Na, zu solchen Sprüchen dann. Wieso? Was für Sprüche denn? Na, das ist doch wie, weiß ich nicht, wie wenn so ein verschwitzter Bodybuilder-Typ aus dem Grubenkampf steigt mit einem halben Gebiss und einem gebrochenen Arm und überall Prellungen und Schnittwunden und was weiß ich und dir dann was erzählt von russistischer Literatur im 14. Jahrhundert und dem Einfluss des Zaren Nikolaus dem 45. Das ist irgendwie auch so ein Dings. Ich stehe jetzt, glaube ich, ich stehe hoffentlich gerade auf dem Schlauch, weil ich eben irgendwie mitbekommen habe, dass du mich mit irgendwie Bodybuildern aus dem Grubenkampf verglichen hast. Das ist schon gut. Das meinte ich nicht. Ich sehe schon. Du bist nicht gut drauf, merk schon. Das ist aber schade. Egal. Jo. Hast du mit dem Gandhi mal wieder geredet vor kurzem? Ihr Blick verfinstert sich so sehr. Hat er gesagt, du sollst mit mir reden? Nein. Ich habe dich tatsächlich aus den Gründen, die ich gerade schon mit dir besprochen habe, aufgesucht. Und außerdem habe ich dich schon lange nicht mehr gesehen, deswegen habe ich gedacht, wäre da mal schön, wieder Vicky zu treffen. Und nur wegen Gandhi, weil ich ja wusste, dass du auch noch gelegentlich auf dem Playground gearbeitet hast und er halt kürzlich hatte er mit mir geredet und, ne? Hab gedacht, ja, wir sehen uns gleich nicht mehr so oft. Ja, ist gut. Das ist der blöde, hässliche Kackwichser, hat dich jetzt geschickt oder so eine Scheiße. Wegen was denn? Ach, weil der Typ behindert ist. Pazifisten sind am Ende einfach alle Scheiße. Quatsch. Natürlich. Sei doch nicht so negativ. Du kommst nur bis zu einem gewissen Grad und völlig überdrehter Idealist bringt dir genauso wenig wie irgend so ein kaltherziges Monster, das Leuten bei lebendigen Leiben die Niere rausschneidet oder so. Das ist genau das gleiche, bloß andersrum. Das ist beides total bescheuert. Dann kann es aber nicht das gleiche sein, wenn es andersrum ist. Das macht keinen Sinn. Das ist der gleiche Betrag, meinetwegen. Was für ein Betrag denn? Mathe! Mathe, du meinst die Summe! Nee, ich meine schon den Betrag, Alte. Okay. Egal, whatever. Was ich eigentlich sagen will, es ist vollkommen irrelevant. Was ich auch noch sagen wollte, du hast gesagt, eins von den beiden Sachen wäre meine Scheiße. Was war jetzt meine Scheiße? Das wäre schon gut zu wissen. Habe ich wieder vergessen. Ich glaube, nee, dann habe ich nur irgendwie Blödsinn gelabert vorhin. Okay. Dann ist da gar nichts deine Scheiße. Achso, wegen dem Zimmermann. Okay, nee, das ist nichts mit mir. Das meintest du, oder was? Ja, weil du weil du dir Sorgen gemacht hast, dass sowas über dein Handwerk gehört hast, also habe ich gedacht, du hast irgendwelche Kanäle in die Richtung. Hey, man könnte sich mal umhören, aber... Ja, machst du mal, sagst du Bescheid. Wenn die Umkosten entstehen, dann sagst du bitte auch Bescheid, weil ansonsten möchte ich natürlich dich nicht da in irgendwelche Bredouillen bringen. Dass ja, du eventuell noch arbeiten musst, dann wegen mir. Geht eh nicht ums Geld. Sondern? Ja, ist wichtig, sagst du.
Das Leben hängt davon ab, könnte ich jetzt sagen, aber das soll die Scheiße. Was ist denn ungefähr los? Wonach soll ich mich denn umhören? Na, mit wem der zusammengearbeitet hat. So hackertechnisch und B, wer dem Aufträge erteilt hat, wer dem sein, sagen wir mal, Hauptkontakt war. Ach, und weil ich dich gerade hier hab, hast du mal was von Dunkelzahn und Octopussy gehört? Sagen dir die beiden Namen in Kombination was? Warte. Oder Bruno. Outgame meintest du mit Bruno Bodo, oder? Genau, Bodo Bach. Ah ja, okay, gut. Hast recht. Entschuldigung, danke. Dunkelzahn. Also nicht der Drache, ne? ja. Ist das nicht auch so ein Spinner? Das war auch, glaube ich, Typ, der nur am Töten ist, oder? Mundgulli mit der Worry. Ja, ich möchte. Was? Ich kenne jemanden, der hat mal was zu dem in Knast geschafft, aber das ist todeslange her. Daher habe ich das schon mal gehört. Okay. Also auch nichts Konkretes. Irgendwas komisches, irgendwas ganz. Irgend so ein Enzym oder irgend so ein Ersatz oder irgend so ein Kack, das irgendwas mit Zunge klonen und besser anwachsen oder irgend so ein Gedöns, sowas war das. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Das könnte ich aber easy nachfragen. Das wäre nicht so das Problem, was das war. Jo, ach Gott, wenn's dir halt gerade mal irgendwie, ne, über den Weg läuft, sagst du Bescheid, ansonsten lässt es bleiben. Also ist jetzt auch nicht so wichtig, war jetzt nur mal, ist mir jetzt nur gerade mal so eingefallen. Ich hab schon letzte Nacht? Ich hab schon wieder meine Haarchenscharte. Ich habe letzte Nacht nicht so gut geschlafen. Ne? Aber der Handwerk ist wichtig. Eher, ob der mit irgendeinem Hacker gearbeitet hat. Okay. Würde mich mal interessieren. Ich versuch's mal. Ja, wie gesagt, also, ne, wenn's dir da Unkosten entstehen, sagst du Bescheid. Ja, ist egal. Nee, ist nicht egal. Passt schon. Egal ist 88. Passt schon. Okay, dankeschön. Du, ich müsste mich jetzt auch noch gleich mit jemand anderem eben treffen, der mich angerufen hat, gerade nachdem ich mit dir geredet habe. Deswegen wollte ich mich spares machen, wenn es dich nicht stört. Nee, klar. Oder wolltest du noch was von mir? Nee, sorry. Umkehrschluss. Ja, ich weiß, bin schlecht drauf. Ja, nee, ist ja okay. Geh mal irgendwann mal saufen. Wenn dir der Film halt noch so nachhängt in der Muschi, dann verstehe ich das schon. Foxy. Was denn? Das war jetzt schon eine Stelle, wo du hättest lachen können. Wenigstens so ein bisschen. Ja. Gut. Billy steht auf, drückt sie dann. Sagt, putz dir mal die Zähne, Herzlein, und geht. Was sehr denn? Gut. Nee, ist gut. So freundliche Tipps. Normalerweise sagt ja keiner, wenn du im Sommer, wenn du mal mehr Deo auflegen musst, sagt dir normalerweise keiner deiner Arbeitskollegen. Also mir sagt man sowas oft. Zum einen. Niemals ist das andere. Nee, aber ein RFID-Löscher hat, glaube ich, irgendeine Verfügbarkeit von 16 oder sowas. Das heißt, den wirst du jetzt in den nächsten Stunden auf ja keinen Fall rankriegen. Nicht mal geliehen? Weißt du den Standardpreis zufällig? Nö. War das nicht irgendwie 150 oder sowas? Der war auf jeden Fall nicht so allzu teuer. Für 150 kriegst du. Jojo geht aber nicht ans Telefon. Jojo geht nicht ans Telefon. Für 150 kriegst du einen Gedienst, kein Ding. Ja, dann leih ich mir den für 150. Ausgezeichnet. Für einen Tag. Wollte ich übertreiben. Und wegen des Bildes müsstest du mal Flumi, Bild, Tati? Was? Ich glaube nicht, dass wir haben sie nicht auf WordPress. Ach, wir haben sie nicht auf WordPress, stimmt. Und wir haben sie auch nicht im Forum, weil wir da keine Bilder. Ja, okay. Entschuldigung, ich werde dir das gleich noch verlinken.
Aber du triffst dich erstmal jetzt mit den Billy. Podcast aufnehmen dann. Ich denk dran. Siehst du? Dankeschön. Ich hab's nicht verstanden, aber egal. Ich denk dran, das war lustig. Mhm. Du triffst dich mit Karwan. Mann, Alter. Ich hab schon gedüdelt, ihr könnt euch treffen. Ja. Nö. Sorry, moin moin. Was denn? Ja, wegen der Person, die mich quasi besucht hat. Er guckt sich ein bisschen um, so wieder. Wurde er verfolgt? Nein, wahrscheinlich nicht, ne? Nö. Gut. Soll ich auf Beschatten würfeln, um das sicherzustellen? Bitte? Soll ich auf Beschatten würfeln, um sicherzustellen, dass ich nicht verfolgt wurde? Hab ich schon. Er ist ein bisschen. Schön. Er ist ein bisschen paranoid gerade. Die muss weg. Also, beziehungsweise entweder muss sie weg, oder ja, wahrscheinlich. Oder aber, naja, sie hat. Kannst du dich an mein Auto erinnern? Ja. Sie weiß davon. Okay. Das ist nicht gut für uns, also für unsere Freundin und allem. Genau. Ich empfehle dir ganz dringend, da mit Jojo mal drüber zu reden. Die geht nicht ans Telefon. Ja, dann wird sie sich trotzdem irgendwann mal bei dir melden, weil sie wahrscheinlich jetzt gerade irgendwie Stress hat mit irgendwas. Ich meine, wir hatten ein bisschen viel um die Ohren, die Tage, weißt du noch? Ja, klar. Und ihr ging's nicht so gut. Es kann gut sein, dass die jetzt erstmal flach liegen muss, aber im Generellen, also soweit ich mich an die erinnern kann, kennt Jojo die gut. Okay. Also mach mal bitte keine voreiligen Dinger und jubel die mal eventuell nicht gleich um die Ecke, wenn's geht. Was will die denn von dir? Die will was Gleichwertiges, was sie ihrem Chef vorzeigen kann. Freikaufen. Mhm. Hm. Tja. Hm. Richtig. Deswegen, ich würde gerne wissen, also ich würde sie gerne überwachen. Quasi. Also ich möchte wissen, dass sie. Vorsichtig, die ist ein Kopf, die krumme Dinger wohl dreht. Die hat dich wahrscheinlich eher am Wickel, als dass du sie am Wickel hast. Vermutlich. Wie ist sie denn bei dir aufgeschlagen? Die stand einfach in meiner Wohnung. Ich brauche übrigens eine neue. Oh, okay. Weißt du, wo du heute Nacht pennst? Ich hab mal für ein Stundenhotel eingebucht. Mhm. Ich kann mal jemanden fragen, ob ich dich unterkrieg wo. Also ich kann dich mal wo mit hinnehmen. Und okay. Dann mal fragen, ob da eventuell Platz ist. Du warst jetzt nicht mehr in Jojos Ganggebiet zugegen, oder? Nein, seid ihr noch nicht. Okay. Ne, dann ist das auch okay, denke ich. Dann lass es mal vielleicht lieber, vor allem wenn du jetzt akut gerade. Also, hast du denn eine Idee, was du dir anbieten willst? So im Ausgleich? Ich habe keine Ahnung. Hm. Die suchen also, nach Rat, oder? Momentan. Also, ich müsste entweder untertauchen und sie loswerden, oder aber ich muss ihr irgendwas geben. Mit dem Untertauchen. Aber ich weiß nicht, was. Mit dem Untertauchen wird vielleicht nicht ganz so einfach werden, vor allem wenn du versuchst, einen Schuh zu machen und die dich dann trotzdem findet, ist es vielleicht nicht so der beste Beginn einer engen freundschaftlichen Beziehung, weißt du? Nur mal in erster Näherung. Das ist nur mal so aus meiner. Naja, wenn ich sie besuche abends mal, dann wird daraus auch keine längere Beziehung. Dann war es das mit dieser Beziehung. Trolli, ich möchte komplette Signale von uns stören, jetzt übrigens auch, wo das Gespräch diese Bahn einschlägt. Check. Weil es wahrscheinlich eigentlich zu spät ist schon. Nee, kannst du es okay. Gerne. Das ist vollkommen okay. Hm. Also, ne? Hm? Wenn ich sie halt besuche, dann wird das auch nichts längerfristiges mit uns beiden. Dann wird das ein One-Night-Stand, sagen wir es mal so. Ja, du kannst mich eh nicht auf lange halten. Nein, nicht dich, ich meine sie. Ach so, ja, das auch. Also,
ne? Ich hoffe, bei uns wird er schon ein bisschen was längerfristiges. Der grinst dich an. Mhm. Jetzt dann doch? Ich dachte, du hättest dich auf Jojo eingeschossen. Hast du dir das anders überlegt? Okay, ich lass die Witze, ist ja in Ordnung, jetzt lass uns. Genau. Ich wieder so ein Gesicht, Alter, wie ein Froschkönig. Naja. Ne? Wenn Frösche Schlangen sehen, ist das halt immer ein bisschen blöd. Och, das kommt auf die Schlange an. Meistens fressen Frösche, Frösche. Da gibt's aber auch ganz viele Frösche, die Schlangen fressen, Alter. Darüber wollen wir jetzt gar nicht nachdenken. Wir können das ja mal kurz hier nachspielen. Nein. Und ich zeig dir ein Video einer Kröte, die eine Blindschleiche frisst. Ha! Ja. Ist okay. So was musst du doch kennen, du bist doch aus so ich weiß, Gegenden, ich Sachen dachte, sind. Wir reden hier nochmal mit Tavan. Wissen, dass eine Blindschleiche keine Schlange ist. Dammit! Ich hab's mir jetzt verkniffen und der ja. Scheiße. Ein Kräuschwurm, ne, oder sowas. Das ist einfach eine Art Salamander, glaube ich. Eidechse. Dasselbe. Zählt eine Eidechse? Ja, das ist eine Eidechse ohne Beine. Dann ist es halt irgendeine andere kleine Schlange. Findest du. Solange ich jetzt nicht den Mungo auspacke, ist doch alles in Ordnung. Ich fände das auch sehr in Ordnung, wenn du das tätest. Ja, Also wie gesagt, wegen der alten, mach dir mal keine voreiligen Schlüsse jetzt, Digga, weil ich weiß nicht, wie unsere Freundin dazu steht. Ja, klar. Das ist halt nur, mit ihr kann jemand, werde ich dann darüber sprechen. Ja, das solltest du. Also wenn ne, die gut befreundet sind, dann kann sie ja eventuell sogar noch ein bisschen mit ihr sprechen. Ja, weiß nicht, wie Jojo drauf reagiert, deswegen aber bin ich keine ganz Ahnung. Vorsichtig. Also es ist jetzt auch gerade erst ganz knapp her, also von daher ist es alles noch sehr frisch, ich bin noch ein bisschen verwirrt. Die hat mich gerade an den Eiern, ich mag sowas nicht, unvorbereitet an den Eiern gefasst zu werden. Merkt ihr das? Kann Billy einen Heimlichgriff unterm Tisch machen? Nein. Warte, Akrobat. Nee, das echt nicht. Aber Gymnastics. Ich fand das gerade wunderschön mit dem... Merkt ihr das? Ja. Wenn das mal was werden soll, dann nicht unvorbereitet. Ja, ein bisschen Romantik. Ein paar Kerzchen anzünden vielleicht. Ah, sehr schön. Nee, dann pass mal auf, ich lass mich mal eben kurz wo anrufen. Mhm. Wegen Wohnung für dich, meine ich jetzt eigentlich, ne? Ja, danke. Das Comlink der Königin der Nacht rappappelt. Guten Abend. Ach nee, du bist sei, Schätzchen. Hallo, na, Hasemuckel. Ich weiß nicht, was ich. Ja. Finde ich das jetzt schlimmer als Mama oder finde ich das weniger schlimm? Na. Ich kann mich echt. Hasemuckel. Ja, du bist doch mein Hasemuckelchen. Okay. Dann sei es so. Du, was kann wie ich geht's heute dir denn? Tun? Ach, ich wollte nur mal nett plauschen. Nein, wie geht's dir denn? Ach so, na, ich dachte, ich sollte schon mal den Spa vorbereiten oder vielleicht das Blubberbädchen oder so. Mir geht's gut. Geht's gut, geht Business gut. Alles okay mit den Mädels? Wie geht's Felix? Felix geht's nicht so gut. Der hatte, der hatte keine Straßenrauferei, sondern mit ihm wurde gerauft. Irgendwelche Vollidioten, die ihn halt da. Ne? Männliche Prostituierte haben es auch nicht unbedingt leicht. Das bitte? Stimmt wohl. Ja, faggot, hahaha. Ja, genau. Scheiße. Aber ansonsten so geht's allen Mädels gut. Die Geschäfte laufen auch gut. Ich wollte mich nicht beklagen. Ich muss die Tage mal nochmal mit dir Business reden, weil ich eine Geschäftsidee hatte, aber das wollte ich mit dir im Stillen machen. Nicht jetzt am Telefon vor allem. Du, ich hab mal eine Frage. Ich habe hier einen guten Freund sitzen, der ist gerade auf Wohnungssuche. Und jetzt habe ich gedacht, was hier bei mir im Gebiet, wenn ich ja jemanden kenne, der mir weiterhelfen kann, dann bist es ja du normalerweise. Habe ich gedacht, ich frag mal nett und höflich an, der ist ein ganz lieber Kerl, der kocht auch sehr lecker. Also vielleicht braucht ihr im Blue Cat noch jemanden, der kocht. Du preist für den auffällig stark an. Ja, na klar, nicht was für den. Der ist toll. Ja,
ist sehr heiß und damit meine ich nicht heiß im Sinne von hot, sondern im Sinne, das war eine sehr bescheuerte Umschreibung. Ich weiß schon, was du meinst. Ja. Er ist kein kalter Bruder. Gut. Auch kein kaltes Süppchen, also keine, ne? Carpaccio oder sowas. War jetzt auch nicht extrem. Nö. Gut. Ja, so wie ich finde da was. So wie ich im Endeffekt. Ja, ich meine, Felix liegt eh gerade im Krankenhaus. Ja, da rennen will der nicht, du. Glaube ich jedenfalls. Kannst du ihn mal fragen, aber wer weiß. Ja, aber er kann ja in seine Bude. Ja, das, da gebe ich dir wohl recht, ja. Du, dann würde ich mit dem mal gleich vorbeipezen, wenn es okay ist. Mach das. Dann mache ich das. Dann sind wir in einer Stunde, sind wir da. Guten Stunde. Gut. Dann bis gleich. Bist du sicher, dass ich nicht nochmal irgendwie schon mal jemanden für die Massage oder so bereithalten soll? Für dich? Für mich kannst du, klar, für mich doch immer. Ich weiß noch nicht für ihn, ob, warte mal ganz kurz. Kaban? Ja. Du möchtest du ein bisschen Salon frisch gemacht werden? Wie? Was wie? Salon was meinst frisch. Du damit? Salon frisch. Nee, ich hab mir einfach die Lösung habe ich schon. Nein, ich, was? Hä? Ich meine deine Körperdünstungen und was? Okay, also du meinst jetzt wirklich, also ich war jetzt noch in Metaphern. Entschuldigung, nein, ich bin ein bisschen abgelenkt. Ich merke das schon. Salon frisch, also sprich ja. Duschen oder was? So sozusagen, ja. Ja, gerne. Gut, ja, nee, machen wir. Machen wir, Walli, wir kommen also jetzt dann gleich vorbei. Gut. Gut. Tata. Tata. Tschüss. Du-du-du-dum. Ich fahr zu Walli, ja? Wir düsen nach Wallihausen. Ja. Ihr kommt an. Der Dinger hat bestimmt noch den Puff im Kopf, ne? Grob. Das Blue Cat, Jetzt bitte, ist kein Puff. Nein, das ist ein gehobenes Etablissement. Das ist absolut richtig. Das ist ein Bürstsalon. Da wird gebürstet. Gut. Ich frage mich gerade, was beim Oak gebürstet wird. Aber das ist erstmal... Nicht deine Angelegenheit. Was? Nicht deine Angelegenheit, ob der Ork sich bürsten lässt oder nicht. Oder gebürstet wird. Was jetzt? Ihr tretet ein. Ich schaue mich um. Du siehst das, was du schon mal. Und auf der Fahrt habe ich auch geguckt, quasi, ob wir verfolgt werden. Es fällt wahrscheinlich, sie auch sehr doll auf, quasi, dass ein bisschen paranoid wirkt. Das ist ganz ausgezeichnet, ihr werdet nicht verfolgt. Ein paar Blicke ruhen auf dir in dem Teil, das ist aber ganz normal in dem Geschäft, du verstehst. Es würde auch eine der Damen rantreten und fragen, ob du nach Spaß oder einer Party oder einfach Entspannung suchst oder jemandem zum Reden. Du würdest alles bei ihr finden. Oder bei einer der anderen jungen Frauen. Ich, auch nicht, danke. Sie würde darauf verweisen, nichts, dass sie sich ganz ausgezeichnet hier auskennt und ansonsten, ja, weil ihr offenbar zusammengekommen seid und euch unterhaltet, dass das ja dann sicherlich kein Problem ist, sich um einen anderen Gast kümmern, derweil bringt ein Mann, Billy kennt ihn als Maka. Ist das der neue Masseur? Ein Tablett mit Billys, ich nehme an, das ist ein Pikolöchen. Ja, klar. Billy ist starke Getränke, nur ein Pikolöchen. Und mit Orangensaft. Mit Orangensaft. Und da niemand wusste, was da jetzt mitkommt, kriegst du auch ein Pikolöchen mit Orangensaft. Das Glas ist so klein, das könntest du nicht mehr durch die Nase ziehen. Ja, ist okay. Und der Makar, der ist also zwar ein Mensch, aber weißt du, der hat natürlich erstmal nur kurze Hose an und Schuhe. Und da ist so richtig krasser Bodybuilder, Oberkörper, wo schon halb vulgär von nicht mal irgendwas eingerieben, sondern seinem Eigenschweiß, der nur vom Tablett holen irgendwie dahergekommen sein muss, glänzt es schon in seinen überwohl ausdefinierten Muskeln. Und sein Blick ruht kurz auf dir, Kaban. Und dann begrüßt er Billy mit einem... Hallo, Schwester. Makar.
Ach, deine Nägel, oh mein Gott. Sehen die dich wieder super aus? Ich bin begeistert. Dieses Purple kommt einfach so gut. Mhm. Doch, dass du sofort wieder, ich seh's schon kommen, Trendsetter mit diesen Fingernägeln. Ich meine, das sind doch eindeutig die Farben des kommenden Frühlings, oder? Hör doch auf, schmeißt sie mir wieder, ich krieg schon wieder ganz rote Bäckchen. Es tut mir nicht gut, meiner Blässe. Du kriegst einen etwas irritierten Blick von Kaman, quasi. Guck, wie er wieder guckt. Ach, Foxy, ich weiß doch, dass du eigentlich mit Komplimenten umgehen kannst, du doch nicht so. Guten Tag. Du musst Moin. Der Obdachlose. Neue Gast. Der neue Gast erstmal. Temporär Asylum. Hm? Wie bitte? Ich hab das jetzt gerade. Möchtest du nicht dein Glas nehmen? Das wird schwer. Ja, klar. Schwer. Danke. Ich hatte schon gesagt, dass ich mich bedanke und das nehme. So, Entschuldigung, das hatte ich. Ja, ich hab dann halt gar nicht mitbekommen, weil er so von den Fingernägeln abgelenkt war. Ja, richtig. Ja, bei den Fingernägeln, Alter. Also, ich mein, hallo. Möchtest du auch eine Massage? Die Mädels massieren hier, die sind also tatsächlich ohne Happy End, wenn du das möchtest. Okay. Jojo hat das auch schon wahrgenommen. Ja, jetzt weiß ich auch, was du mit Salamfrisch meinst. Okay. Ne? Er schweift einfach mal kurz mit dem Blick so über die Mädels. Ja. Nimm ich. Ja. dann wird einfach mal. War nicht so witzig. Ich habe mir das gerade vorgestellt, wie er sich umguckt und dann mal kurz seine sexuelle Grundversorgung in den letzten Wochen bedenkt, dann die jetzige Situation und dann, ja, nee, das ist gut. Läuft. Dann wird der Type wird quasi dich in den fähigen Händen Billys, ich meine, man muss euch ja nicht rumführen, Billy ist ja da quasi eigentlich zu Hause, überlassen, sodass ihr dann in einen kleinen Raum kommt, wo ihr massiert werden könnt. Ob ihr das getrennt oder zusammen wahrnehmt, ist euch überlassen. Und dann ist da Massage. Und bei Kaban ist definitiv eigentlich auch mal ein Peeling angesagt. Das muss runtergeschrubbt werden, der ganze Dreck. Es ist ja nicht mehr der Dreck, aber die Poren, weißt du, die sind so grob und so, das muss einfach, deine Haut könnte so glatt werden. Ich überlasse das quasi den Mädels, mich mal auch, mich mal grund. Zu schrubben? Rund zu überholen. Eine die schrubben danke. Danke, dass du das gesagt hast. Flummi, merke, wenn du Kabas jetzt nächstes Mal siehst, kannst du dich volle Kanone lustig machen. Sie haben seine Nagelbetten gereinigt, sie haben die Fingernägel gefeilt, sodass sie schön rund sind und weich. Und ne, dann halt Peeling, Augenbrauen gezupft, was haben wir noch? Die Alter. Haben die Unibraue abgezogen, Alter. Nein, sie haben das nur an den richtigen Stellen betont oder ausgedünnt. Ich meine, das ist doch... Er hat übrigens keine Monobraue. Doch, hab ich ja auch jetzt schon. was fällt mir noch ganz, ganz Großartiges ein? Mascara aufgelegt. Nee, so weit gehen sie, glaube ich, nicht. Ich glaube, so weit geht Kaban auch leider nicht. Ach, wenn der tiefenentspannt ist, der Kollege. Der ist gerade absolut total. Also, die Masseuse wird sich wahrscheinlich auch tausendmal beschweren, weil ich völlig verkrampft bin. Sie völlig hat sehr kräftige kleine Hände. Vermutlich Cyberhände. Vermutlich, ja. Ja, das wird natürlich ein bisschen dauern, aber dann wirst du als, wirklich entspannt halt nicht, aber dafür, also so gepflegt warst du noch nie. Vermutlich, ja. Das ist du richtig. Du bist sauber an Stellen, von denen du nicht wusstest, dass du sie hast. Hinter den Ohren, oh mein Gott! Selbst als du bei deiner Mutter rauskommst, warst du nicht so sauber, Alter. Da warst du erst recht nicht sauber. Und tatsächlich, Haut fühlt sich ein bisschen weicher an. Die Zellulite ist jetzt auch weg am Popo und so. Man merkt sofort, wie die Pickel abschwellen am Gesäß. Schön. Sorry, der musste sein. Ja, schön. Danke. Schön hier, ne?
Ja, es ist, ich habe trotzdem noch Sorgen. Obwohl man sich jetzt besser fühlt. Machst du jetzt mal langsam und entspannst dich mal jetzt noch kurz im Vierlpool. Ich muss erstens noch mit der Chefin reden, weil ja du noch quasi einen Unterschlupf brauchst. Ich weiß nicht, wo sie dich jetzt unterbringen will, ob sie dich direkt hier lässt oder. Weil hier bist du sehr sicher. Oder ob du irgendwas anderes, ob wir irgendwas anderes für dich hier in der Gegend kriegen. Und dann machst dich mal locker, bis wir was von Jojo hören halt. Was weiß ich, wo die jetzt wieder rumgeigt. Ja. Ich versuche auch mal übrigens Jojos Comlink anzurufen jetzt. Genau, kannst du ihr noch eine Nachricht von mir hinterlassen, quasi, dass ich dringend mit ihr sprechen muss wegen dem Auto? Wegen meinem ehemaligen Auto. Ich krieg das, ja, ich hab das schon auf dem Radar. Machen wir. In dem Moment wird auch. Sekunde. Valeria im Schwimmsuit eintreten zu euch, wird Kaban eine Badehose ungefähr seiner Größe, aber bei Badehosen ist es ja vollkommen egal, reichen und Billy ihren... Nein. Nee. Und Billy nein. Ihren da, was sie auch da so schönes trägt. Monokini. Weiß ich nicht. Monokini. Tucking ist da echt eine Herausforderung, Junge. Für was? Braucht sie nicht? Sie ist ja quasi zu Hause bei Mutter. Richtig, da muss sie nicht. Da kann sie schön dann links und rechts für Kaban, damit der auch sieht, wie schön wir sind. Oh, im Whirlpool. Ne, Cam und Thomas anders. Schön... Jawoll. Ja, egal, er weiß ja schon Bescheid, also von daher. Muss dich nicht schämen. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass das ein sehr verstörendes Bild ist. Stell dir bitte vor, ziemlich. Einen kleinen Säckchen. Ich will und es mir nicht vorstellen. Hallo, Elfensäcke sind sehr erotisch. Ist ja nicht so, dass kein Kind schaufeln, wenn ich... einem Tanga kann erotisch sein, das. Niemals. Stopp. Ach, ihr habt ja keine Ahnung. Ihr seid nur nicht mit eurer Female-Seite richtig verbunden. Glaube mir, das bin ich. Warum habe ich das gesagt? Es ist egal. Sie steigt. Ich würde mir auch Gedanken machen, wenn ich es könnte. Und wird dann die richtigen Badezusätze noch, ne, damit das auch ein bisschen schön duftet und ein bisschen Schaum da ist und so, ne, was man halt so hat. Hast ihr den Namen genau, hast du noch nicht gesagt. So, ja? Doch, hat sie ja was Comlink mitbekommen, als ich durchgeklingelt habe. Achso, stimmt. Ganz laut Kaban gesagt, ne. Ah, ja, verzeih. Da hast du wieder auch laut losgestellt. Also, du bist dieser Kaban. Ja, genau. Mit wem habe ich das Vergnügen? Valeria, angenehm. Oh, hallo. Gib mal einen Grundriss. Also von deiner Situation. Du kannst offen mit ihr sprechen, Kaban, die, was so sie weiß. So offen, du wirst ungefähr wissen, was ich wissen muss, damit es hier rund läuft. Darum geht's doch nur. Sagen wir mal so, es gab einen Vorfall in der Vergangenheit, wo es ein bisschen heiß um mich wurde. Und... da ist jetzt jemand hintergestiegen, der nicht hinterher hätte steigen sollen. Deswegen. Okay. Nichts mit Worry? Nein. Okay. Das ist schon mal gut. Nichts mit Fleisch, also nichts mit Fleischern. Es ist keine Gang involviert. Oder eine. Also es ist eine staatliche Organisation, die involviert ist. Aber auch nichts Großes. Also nicht zu groß. Okay. Gut. Deine Ansprüche sind vermutlich eher gering. Auf kurze Sicht eher gering, genau. Irgendwann möchte ich was Größeres haben, aber das muss nicht unbedingt von dir kommen. Ja, gut. Hast du das muss nur Kram, sicher sein, der wichtig ist, der irgendwo rumliegt? Ja, gerade bei einem lokalen Gangboss. Meine Ausrüstung, sprich Waffen. Sonst noch irgendwas Wichtiges irgendwo anders? Nur in meiner alten Bude noch Zeug. Aber das könnte ich zur Not auch abschreiben. Okay. Zu dem Gangboss musst du selber gehen und das abholen. Und ich besorge dir in der Zwischenzeit eine Wohnung. Das wird hier vermutlich ein oder zwei Blöcke weiter sein. Das ist quasi gleich in der Nähe. Und in dem Haus sind einige der Mädchen untergebracht, die ein paar mehr Mods quasi sich haben genehmigen lassen oder wie auch immer, die auch ein bisschen mehr Geld dann reinbringen, die ein paar teure Kunden mit ein paar Sonderwünschen haben. Das heißt, da werde ich auch Leute immer haben, die aufpassen. Das heißt, die werden da auch einfach ein bisschen gucken, dass da dir nichts passiert. Das wäre sehr nett. Und die Sachen sind da auch alle sicher, wahrscheinlich. Gehe ich mal von aus. Ja. Gut.
Gut, dann erstmal danke. Was möchtest du dafür haben? Sie wirft Billy kurz einen Blick zu, den du vermutlich nicht verstehst, und ich hoffe, du es schon. Ich nicke und lächle. Nicht viel sagen, sondern lächle nett. Solange du meine Gastfreundschaft jetzt nicht monatelang beanspruchst, können wir es erstmal dabei belassen. Okay, vielen Dank. Und dann kriegst du auch nochmal ein Nicken quasi. Ich jetzt? Ja, weil du hast gerade ganz offensichtlich hast du gerade dafür gesorgt, dass ich nicht viel bezahlen muss oder gar nichts. Naja, naja. Jetzt macht jemand einen Cent. Ich erwarte nur, dass du die Wohnung dann. Also es wird das wird nicht versorgt, keine Sorge. Mietkaution irgendwie verlangen, aber. Ne? Ich sehe zwar grob schlechtig aus, aber ich kann mich vernünftig benehmen. Keine Grubenkämpfe, mehr will ich doch gar nicht. Und keine Grubenkämpfe. Da gehen wir woanders für hin. Vielleicht nächster Zeit nicht, je nachdem. Nee. Gut, dann abgemacht, du holst dein Zeug. Foxy, wirst du ihn dann hinbringen? Ich kann ihn rüberfahren, ja, das ist kein Problem. Okay. Das machen wir dann. Gut. Ich habe aber noch einen Anschlag auf dich vor, ich wollte noch was von dir wissen. Okay. Der Name, es geht um Namen. Ob du eventuell so eine Person kennst. Soll ich eben kurz rausgehen? Du bist damit involviert. Achso, die Aktion. Ja, keine Ahnung, was du sonst noch nebenbei machst. Nee, das, wenn du nicht da sein sollst, dann würde ich das nicht ansprechen. Also ganz ehrlich, meine. Das, wie gesagt, mach dich mal locker. Wir sind hier unter Freunden und quasi meiner Familie. Guten Freunden gibt man ein Küsschen. Und sie gibt ein mit Schaumbart rübergehauchtes Küsschen an Walli. Oh, da fliegen die Blueberry-Bläschen herzförmig in ihr Gesicht. Ja, wunderbar. Ist quasi ein Facial. Solange es kein Cuckold ist. Mit Boris. So. Also. Also. Ja, Namen. Was sagt dir der Name Matrioschka? Kannst du mir bitte nochmal kurz ihre Connection-Stufe sagen? Walli? Hm? Moment, ich muss gerade nochmal hochscrollen. Wo habe ich denn meine liebste Valerie Vladic? Loyalität 4, Connection 3. Das ist so unglaublich. Was ich heute würfel bei den Connections, das geht gar nicht. Ein Erfolg! Hattest du mir nicht mehr von ihr erzählt? Oh, ernsthaft jetzt. Pass auf, ich mach's kurz. Wir müssen ein bisschen, ich möchte keine direkte Schmutzwäsche waschen oder so irgendwas, aber wir wurden geschnitten ziemlich übel von ihr und ich bräuchte eventuell mal von dir einen Tipp, wo wir uns hinwenden können. Also es übel geschnitten meine ich wirklich richtig übel geschnitten. Nicht nur so ein bisschen, sondern sage doch, ich sollte euch umbringen. Ja, okay, dann hast du das jetzt hiermit getan. Ihr Blick verhärtet sich nur so leicht, dass ihr Lächeln quasi nicht einfriert, dass es noch genauso sanft ist, aber quasi die Augen sagen, Tod der Matrioschka. Okay. Und was genau wäre jetzt günstig für euch? Ihr wollt sie finden. Nee, wir wissen, wo sie ist. Wir wollen sie. Wir können sie da, wo sie ist, nicht rausholen, so viel steht fest. Wir müssen warten, bis sie rauskommt, aber bis dahin müsste mal klar werden, dass sie in Moskau keine vertrauenswürdige Person ist, was so unsere Kreise angeht. Darum okay. Geht's eigentlich. Ich werde dir ein paar, ich habe das jetzt nicht genau im Kopf, aber ich habe dafür sogar so einen kleinen Merkzettel. Ich werde dir mal so einen kleinen Liste geben mit Fragen, die du ein paar Worte immer dazu schreibst und dann kümmere ich mich drum. Okay, dankeschön. Noch andere involviert? Wie andere involviert? Der Blick kommt, also, ja, und dann der Blick geht halt zu Boxy, quasi. Was? Ja, es ist noch eine weitere Person involviert. Ja, natürlich ist Jojo noch involviert, aber das Walli müsste dir doch klar sein. Ich weiß noch nicht, ob. Das muss ja nicht alles immer. Okay. Na komm, also wenn es um sowas geht, weiß er, dass Jojo dabei ist. Stimmt, das war ja. Die Terror-Tucken. Ja. Sonst niemand. Die anderen sind alle, naja. Ja,
Ja? Hm? Nach der Explosion, die mich hätte auch umbringen können, wären sie, sind sie ja schon tot. Explosion? Ja. Mhm. Das macht vieles sehr viel leichter. Gut. Die U-Bahn-Station oben, das ganze Team ist platt. Ich glaube, das waren diese Spinner. Hä? Das waren also nicht diese Spinner. Nein. Das waren nicht diese Spinner von Pure Human oder wie auch immer die hießen. In dem Fall ist es natürlich noch ein bisschen einfacher. Ich werde mich drum kümmern. Supi. Das höre ich doch gerne. Es ist so gut, wenn man sich auf seine Familie verlassen kann. Dankeschön. Natürlich. Und wenn sie wirklich ist unerreichbar, ja? Die ist im Fleischerturf, im Casino Royal. Unangenehm, ich verstehe. Deswegen, ich deklariere das als unerreichbar bisher. Wenn wir wissen, wann sie da rauskommen, ist das leichtes quasi ihr... Wir haben ihre Sinn kaputt gemacht, sag mal es doch mal so. Wir haben ihre Sinn kaputt gemacht in der Zwischenzeit, aber wir haben auch eine Idee, dass sie bald raus muss, weil ihre Patte ausgeht wahrscheinlich. Aber das war's auch schon. Hast du ein Bild? Zack, habe ich ein Bild von Material? Ich denke schon, oder? Ich denke schon. Mal, ja, so ein Bild von Material. Ach stimmt, die hat ja alles gesucht und bla, du hast ja... Ach, ich hatte ja auch die Sinn am Arsch gemacht und wir hatten ja die Bilder von der alten, die ganzen Dokumente. Ich muss da doch garantiert ein Bild von Matri haben. Ja, hast du. Gut. Diese Tittentante hier. Schön, dass du das zu Valeria sagst, weißt du? Die einzige Elfe mit noch dickeren Titten. Mit Valeria eine Elfe? Ich glaube ja. Ja, nicht? Das könnte natürlich sein, wie ich es irgendwann mal gesagt habe. Jojo schreibt gerade nö. Ich glaube auch nicht, dass es Boris und Wally sind keine Elfen. Sind ich dachte, sie war und er nicht. Okay, dann. Anywho. Irrelevant. Das wird überhaupt kein Problem sein. Da gibt's genug. Wie gesagt, ich schicke dann kurz die Fragen, mach so kurz ein paar Stichpunkte und dann passt das. Und das war eine Schieberin oder sowas, ne? Hast du gesagt? Ja, richtig. Hat ihre Bäckerei hier. Guck. Und wahrscheinlich ist die jetzt nicht mehr ihr, weil wir halt, wie gesagt, da interveniert haben, Entschuldigung. Und also wie gesagt, die sollte keinen leichten Stand haben, sobald sie irgendwie wieder aus dem Turf rauskommt. Mhm. Also Alex und Vlad wissen wohl auch Bescheid in dem Fall. Okay, dadurch, dass ihre Sinn kaputt ist, ist es natürlich schon mal ziemlich geschäftsschädigend. Und ansonsten, Explosionen sind ziemlich blöd und ein Haufen Leute umbringen und so was und Leute verraten, das kriegen wir schon hin. Ja, das dachte ich mir irgendwie auch. Vielleicht darf sie noch, wenn sie wirklich nicht mehr weiter weiß, ein bisschen für mich arbeiten. Ich habe immer ein paar Kunden, denen ich eigentlich nicht meine Mädchen anvertrauen möchte, weil ich das nicht gut finde, was da passiert, aber vielleicht kann ich die bekommen. Autsch. Ich finde, jeder Mensch sollte einen Platz im Leben finden und ich bin bereit, für jeden Menschen einen Platz zu finden. Du bist so herzallerliebst. Hatte Jojos Familie nicht auch noch was mit denen vor? Ich weiß nicht, von was du redest. Sagte... Ruhe. Okay. Ich glaube nicht, dass das gerade was ist, dass wir ohne die Jojo diskutieren werden. Okay. Würde ich jetzt mal sagen. Nee, ich weiß auch nicht, was sie vorhatten. Foxy, ist sie jetzt eigentlich drin oder ist sie jetzt eigentlich draußen? Wer ist drin oder draußen? Jojo. Wie also drin oder draußen? Gang. Ich habe jetzt noch nicht ganz geblickt, ob sie da jetzt drin ist oder ob sie da jetzt halb drin ist. Ach du, das bringt Wally mich. Anwärter. Ach so, hast du, nee, das, Wally, berätst du mal mit ihr, ich möchte dann nicht irgendwelche Gerüchte raushauen, denen ich mir, zu denen ich einfach nichts sagen kann. Ich bin da nicht, weißt du? Sichtlich unangenehm. Ja, das werde ich nicht machen, Alex hat irgendwie versucht mir das zu erklären und ich habe einfach nicht gerafft, was er da meinte. Genau. Ich dachte immer, sie haben so das früher anders gehandhabt. Also, wenn man es nicht versteht und wenn du es auch nicht weißt, dann ist es okay. Gut. Du kennst doch das typische Merkmal, oder? Auf dem Arm. Gut. Alles klar. Deswegen, also wie gesagt,
wenn, dann musst du das mit Alex oder Vlad ausmachen oder mit Jojo. Ja, ich müsste immer mit ihm reden. Ich habe gehört, die haben da jetzt oben sogar in Jirschneu einen Zwerg als Anwärter. Das ist ja einiges, was ich verpasst haben muss. Ja, den habe ich schon kennengelernt. Der ist ganz nett. Der hat mir geholfen, Kaffee zu holen. Das glaube ich. Aber es ist halt so völlig war gegen die Regeln, als ich das gehört habe. Naja, eigentlich ja. Zeiten ändern sich halt, oder? Ja, ich bin da jetzt ja auch schon fast. Ich hätte noch nicht damit gerechnet. Wie bitte? Nein, das war ein Scherz. Ich sollte sowas nicht sagen. Am Ende bringe ich noch die Gang in Verruf. Das wollte ich natürlich nicht. Nicht falsch, das war ein Scherz. Naja, es ist, dass du Mitglied bist, das wissen wir ja. Lektion Nummer 1. Da wir hier in einem beschaulichen Schaumbad sitzen, ist das alles voll witzig. Du kannst an keiner anderen Stelle irgendwo bei irgendeiner Gang sagen, dass du Mitglied bist. Wenn du es nicht bist, das ist wie, als würdest du Jojo ihr Tattoo vom Arm mit einem Kartoffelschäler abnehmen. Und dir antappen. Das macht man anders. Genau. Du weißt, was ich meinte. Nein, keine Ahnung, von was ihr redet, aber das, solange ihr euch versteht, ist das wunderbar. Du naja, die hauen dir aufs Maul, wenn du das sagst. Du. Deswegen sag ich ja. Nein, die hauen dir nicht aufs Maul. Ja, okay, sie werden schlimmere Sachen machen, aber... Sie machen mich als Mitglied, ohne. Sie machen mich zum Ex-Mitglied. Wahrscheinlich. Aber wenn du Glück hast. Egal. Ist es, ja. Wollte nur sicher gehen. Deswegen habe ich ja auch gleich gelacht und einen Scherz gemacht. Unter uns habe ich das ja machen können. Und dann habe ich ja auch gesagt, dass es ja okay ist. Jetzt sag ich doch, dann traust du mir doch gar nicht so böse Sachen zu sagen. Ja. Ja, also. Kaban, du bist jetzt ja durchgeweicht. Nach dem Peeling ist das nicht unbedingt gut. Am besten holst du dein Zeug. Mach ich. Und dann kannst du hierher kommen. Ja, ist kein Problem. Und Foxy, wir machen schnell die paar Fragen fertig und dann sage ich dir, welche Wohnung das sein wird, okay? Okay, ja, machen wir. Gut. Ich hole dann quasi mein Zeug. Erhebt sie sich jetzt auch. Wunderbar. Als du gerade deine Kleidung wieder anziehen willst, ist Makar noch damit beschäftigt, sie gerade ordentlich zu falten. Aber ansonsten ist alles cool. Er wirkt jetzt auch nicht creepy, als hätte er da irgendwas gemacht oder so, sondern einfach nur, es gehört sich, dass hier bei den Gästen, wenn die ihre Sachen vorfinden, dass sie da gefaltet liegen. Weißt du? Ja. Jetzt stell dir bitte vor, wie obszön dabei sein Bizeps und Trizeps rausbrechen, während er deine Hose faltet. Ja, daran habe ich... Daran nehme ich weniger Anstoß, eher daran, dass ich gerade die ganzen Sachen von RFIDs gelöscht habe, das gleich im Auto nochmal tun werde. Es sind keine neuen dazugekommen. Gut. Also, ich vertraue Foxy ja und ihrer Connection, aber dass da irgendjemand an meinen Sachen rumfummelt, nicht heute. Okay. Wir haben ja gesehen, wie viel man unseren Kontakten vertrauen können in der Vergangenheit. Richtig. Gut. Ich nehme es jetzt auch nicht übel. Dann mit der Tatsache, mitkriegen. Dass Flummi hier ungefähr 1,5 Stunden rumsitzt, würde ich vorschlagen, wir springen einfach von ein ganzes Stück vor. Gut, ich würde in der Zeit das tun, wofür Dys mich kathetern will. Und Kaban, deine Wohnung ist eine Standard-Unterschichtbude, die jetzt nicht so groß ist wie dein altes, geräumiges Teil, aber... Ist auch nicht schlecht und die ist möbliert und die ist sauber und die hat mindestens 7 Stunden am Tag warmes Wasser und ist warm und eigentlich ganz nett. Da stehen Typen unten und so weiter. Und also es ist wirklich nicht wie wenn Jojo dir eine Bude verschafft. Ich merke schon, ich kann natürlich noch finden, aber dafür hast du hier auch mehr Annehmlichkeiten. Ja, passt schon. Das ist schon. Du kannst der Mädchen ansprechen. Das mögen sie nicht außerhalb ihres Berufs. Ja, das ist völlig in Ordnung. Sei denn, du möchtest halt deine Mütze Glatze verstecken, dann zahlst du aber halt auch dafür. Ja, aber dann nur während ihrer Arbeitszeiten und dann nicht nur. Richtig. Gut. Aber Billy gibt dir noch einen. Moment, Billy gibt dir noch einen Tipp im Falle, dass eine der Damen Probleme mit einem, der dann helf. Ne?
Wenn, ja klar, natürlich. Also wenn hier irgendwie Stress ist und jemand was braucht, dann bin ich dabei. Also es ist so, das sage ich, das wäre ich den Leuten, die unten Wache stehen, auch. Dass die, wenn die jemanden, ne, dass die jemanden aufmischen müssen quasi und das nicht klappt, dann sollen die Bescheid sagen, dann komme ich runter. Gut. Dann Flumette. Ja. Ich wollte dich nur noch Du mal in musst der die Aufnahme Aufnahme drin haben. stoppen. Ja, ich wollte sie nur in der Aufnahme drin haben, nochmal zum Schluss, weil ansonsten Das ist auch schön, ja. Ja, muss ich ändern, das dass ist sie nicht mal eine dabei Session war. ohne Jojo. Ups. Obwohl du da bist, schrecklich. Ja, Guck obwohl mal. ich da bin. Und nicht zu spät von der Arbeit kommt. Nein. Ey, aber ganz ehrlich, ich muss euch, das wollte ich euch, das wollte ich die ganze Zeit schon, das ist so super gewesen. Wir haben ja vor 2 Wochen gesagt, meinte Flumi ja hier, würde halt gerne noch einen Text schreiben. Da habe ich gesagt, na, dann macht sie halt eine Nacht was, das ist ja vollkommen okay. Und dann ein paar Tage später bekam ich eine Skype-Nachricht. Ich habe hier würfelt und was ist denn bei einem kritischen Patzer beim Zauber Eisdecke eigentlich so los? Ich habe in dem Da Moment habe ein ich paar ihr Tage wollte gesagt, ich was so gar nicht los dingsen. ist. Das war am nächsten Tag. Das Jojo ist am nächsten Tag Nee, völlig nee, nee. einsatzbereit. Ich habe mit mir selbst Nee, gespielt, nee, weil ich nee. unbedingt spielen wollte. Was mit dir Ja, genau, selbst aber das fand ich so gespielt? witzig, weißt du? Das ist einfach. Das Das kam jetzt sehr war so schön gut rüber, gewesen. ja. Ich wollte nur einen Text schreiben und plötzlich ist wieder die ganze Jojo auf. Junge, Scheiße. Na, ich hab Oh einfach. mein Gott. This town we call home, everyone hail to the pumpkin song. Jo, da braucht man gar nicht mal viel sagen. Bei der Episode ging es ja wieder um alles und nichts. Ich glaube, so langsam kommen sie darauf zurecht, dass so nicht mehr weiterkommen. Naja, im Endeffekt ging es ja jetzt endlich weiter mit dem Hangover und die drei haben sich dann nicht getroffen heute. Flummi ist fast komplett nicht zu hören gewesen. Der Session ist lasse trotzdem drin. Ihr habt ja jetzt gehört, warum sie nicht aufgetaucht ist. Wichtig war halt nur, was passiert ist und da ging es ja um einiges. Also hier, Kaban endlich mal im Blue Cat gewesen, ne? Das ist ganz wichtig, Massage und so. Pff. Naja, der Junge hat jetzt, glaube ich, zum dritten Mal die Wohnung gewechselt oder so. Ja, gut, schauen wir mal, wie weit der Nomade noch umziehen muss in Moskau. Interessant auf jeden Fall, dass er sich mit der Matrix ja anscheinend überhaupt gar nicht auskennt. Gut, wie dem auch sei, ich mach's kurz. Deswegen kommen jetzt unsere lizenzrechtlichen Absprachen bzw. Angaben. Das heißt, dass ich jetzt hierbei erwähnen muss, dass wir unter der Common Creative License 4.0 mittlerweile laufen, Attribution und so weiter und so fort. Ihr kennt das. Ihr dürft euch also gerne Stücke aus dem Podcast ausschneiden, dürft die gerne weiterverwenden und dann müsst ihr aber ein Label anhängen, dass das von uns kommt in dem Fall. Des Weiteren gehört der Name Shadowrun, der TOPS Incorporated in den Vereinigten Staaten von Amerika und wir haben darin keine Rechte vertreten, wird Shadowrun und der TOPS Incorporated Gedöns in Deutschland durch den Pegasus Verlag. Auch daran haben wir nichts zu rütteln und erheben keinerlei Anspruch. Die Intro- und Outro-Music ist wie immer sehr wichtig und möchte auch hier wieder erwähnt werden, denn der Artist oder die Artistin, also sprich die Künstler an sich, sollen ja auch Lorbeeren dafür erhalten für ihre gute Arbeit. Und da möchte ich wie immer erwähnen, dass unser Intro-Music, also das Intro-Lied von Instrumental Core kommt, Let It Snow, und das Outro-Lied ist The Jake Lee Project with This Is Halloween. Weiter gibt es eigentlich gar nichts zu sagen. Wir grüßen ganz lieb unsere Zuhörer und hoffen, ihr habt wieder Spaß. Ihr könnt wie immer gerne Kommentare schreiben und so weiter und so fort. Wir freuen uns drauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.